Hallo und herzlich willkommen zum Numerologie-Kalender von und mit Brunhilde Feiner. Um die heutige Tagesenergie herauszufinden, nimmst du bitte die Quersumme dieses Datums. Und das tust du so lange, bis eine einstellige Zahl dabei herauskommt. Wenn wir das mit dem heutigen Datum so ausführen, dann ergibt sich die Tagesenergie der 2. Was ist die 2? Die 2 ist eine weibliche Zahl. Die 2 hat Eigenschaften, die ja dem weiblichen Anteil im Mann und der Frau zugeschrieben werden. Schließlich haben wir alle Mann und Frau, männlich und weiblich in uns. Nur überwiegt beim Mann mehr der männliche Anteil und bei der Frau mehr der weibliche Anteil. Doch letztlich besitzen wir beide Qualitäten, jeder Mensch. Okay, also die 2 steht für helfen, Fürsorge, die Hand reichen, andere unterstützen. Und es gibt immer wieder Menschen in deinem Leben, sei es deine Familie, seien es deine Freunde, sei es auch irgendein Fremder, der dich plötzlich auf der Straße fragt, eine alte Dame zum Beispiel, die schlecht sehen kann und sie möchte über eine vielbefahrene Straße gehen, dann hilf ihr. Hier kommen diese Qualitäten zum Tragen. Oder ein Freund macht gerade einen Umzug und er benötigt Hilfe. Dabei müssen wir auch nicht unbedingt immer warten, bis jemand uns tatsächlich fragt, ob wir unterstützen können, sondern wenn wir sehen, eine helfende Hand wäre da vonnöten und würde gut tun, dann können wir auch von uns aus zum Beispiel an einem Zweiertag hingehen und sagen, du, ich würde dir gerne dabei helfen, möchtest du das? Also nicht einfach Hilfe überstülpen. Das kommt meistens nicht so gut. Auch dieses zu sehr bemuttern, das kommt meistens auch nicht so gut. Aber höflich fragen oder wenn dich jemand fragt, zusagen, das ist die Energie der 2. Es geht also heute um helfen, unterstützen, für andere da sein. Manchmal ist es auch nur ein offenes Ohr zu haben für die Nöte und Sorgen deiner Freunde oder ja, manchmal ergibt sich auch ein Gespräch mit Fremden. Ein offenes Ohr und ein offenes Herz zu haben. Und auch so kannst du diese Hilfe, diese Fürsorge, diese mütterliche Fürsorge ausleben. Und diese Qualität der Fürsorge, klar, kann man die mit Kindern ausleben, klar, in der Kindererziehung etc., muss aber nicht nur dort sein. Sie kann überall im Alltag, überall, wo es Menschen gibt, ausgelebt werden. Natürlich werden auch davon die Tiere nicht ausgeschlossen, wenn du ein Herz für Tiere hast. Dann kümmere dich heute um Tiere, unterstütze ein Tierprojekt oder was auch immer. Oder pass auf den Hund des Nachbarn auf, wenn er in Urlaub geht. Wo auch immer du einen Zugang dazu hast, heute ist die Tagesenergie, um zu helfen, um zu unterstützen, für andere da zu sein und um deine Fürsorge, die ein Teil deines Wesens ist, auszuleben. Natürlich kann die Numerologie noch viel, viel mehr. Zum Beispiel kannst du anhand der Quersumme deines Geburtsdatums deine Lebensaufgabe herausfinden. Klick dafür bitte unterhalb dieses Videos auf den Link und fordere den gratis Numerologie-Report dazu an. Ansonsten abonniere bitte den Selbsterkenntniskanal, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sehen und hören uns morgen. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wundervollen, wundervollen Tag. Ciao, ciao!